Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Und dann geht es um den Himmel und einer der Ältesten fragt den Apostel dort, wer sind diese, die mit weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und die Antwort lautet, das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und hell, also weiß glänzend, gemacht im Blute des Lammes. Habe ich das verstanden? Habe ich begriffen, dass durch große Bedrängnis, durch Not hindurch eine Möglichkeit besteht, um mir meiner Nacktheit Abhilfe zu schaffen, ein weißes Kleid zu bekommen, das noch durch den Prozess einer weiteren Reinigung des Gewaschenseins, Hellgemachtseins, wie kein Färber auf Erden es weiß glänzend machen kann, wie die Bekleidung von Jesu dort auf dem Berg der Verklärung, solch ein Kleid durch das Blut des Lammes. Was habe ich da zu tun? Wie geht das denn vonstatten? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir können es sagen, fromm daher schwätzen, wir hätten Gemeinschaft mit Christus, wir haben begriffen, was Golgatha bedeutet. Und doch, wenn wir in Finsternis, im Dunkel der verborgenen Sündhaftigkeit meiner selbst verharren, dann lüge ich. Basta, fertig, aus. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Oh ja, blutgewaschen zu sein, zu begreifen, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha göttliches Blut mir zur Verfügung stellt, das ist die eine Seite des Begreifens. Aber zur Reinigung mit diesem Blut gehört nicht nur diese Kenntnis, die fundamental wichtig ist. Dazu kommt noch ein Wandel im Licht, Wandel in Aufrichtigkeit, Wandel in der Gesinnung Jesu. Das war der sanftmütigste, das war der demütigste Mensch, der jemals auf dieser Erde als Mensch gelebt hat. Und was habe ich davon? Wie sehe ich dort aus? Wo ist mein Wandel im Geist und in der Wahrheit? Nicht nur mit rein theologischen Kenntnissen bewaffnet, sondern gewappnet mit dem Geist Christi durch und durch, innerlich aufgesaugt, dieses Leben von Jesus, um es dann wie ein Schwamm, der trocken ist, in sich selber nichts hat und dann es aber wiedergibt, nicht aus eigenem Vermögen, sondern aus einem Begreifen. Licht, das ist Gottes Eigenschaft, diese Ehrlichkeit, dieses Sein, was ich wirklich bin, ja, und nicht nur dieses Vorweisen von irgendwelchen verlogenen Scheinheiligkeiten. Da kommt Dunkelheit, da kommt Finsternis und da kommt keinerlei Reinigung, ganz im Gegenteil. Das ist die schlimmste Verschmutzung, sodass tatsächlich die Pharisäer schlussendlich Jesu größter Widerstand auf Erden waren. Für was entscheide ich mich? Für mein Wandel im Licht oder Wandel in Dunkelheit? Die törichten Jungfrauen haben sich falsch entschieden? Die klugen Jungfrauen entscheiden sich für dieses Lichtwerden, ja. Im Licht zu wandeln heißt zu sehen, wie ich wirklich bin. Und wisst ihr, da weiß ich so deutlich, Anfechtung, Versuchung, Prüfung, Umstände, harte Dinge auch in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Herr, hoffnungsloser Fall, es bist nur du allein, wo mich heiligen kann, wo mich wirklich in meiner Gesinnung reinigen kann von menschlichen, egoistisch, auch falschen, frommen Dingen, dass ich davon wegkomme. Ja. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so, also folgerichtig, dann ist er, Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Waschen meines Kleides
ist eine Sache, da habe ich hier und heute noch etwas zu tun. Nämlich dort, wo es mir klar und deutlich vor Augen steht, da bringe ich es ans Licht. Ich bekenne vor Gott, kann Zeugen dazu nehmen und sagen, Herr, ja, es tut mir leid, ich bin so schuldig, ich bin so schuldig. Herr, aber ich freue mich, weil du ein vergebener Gott hast und an ehrlichen, aufrichtigen Christen hast du deinen Wohlgefallen, weil die sich und der Welt nichts mehr vormachen müssen, sondern die stehen gerade für ihr Unheil. Und da kommt dieser Begriff des verloren gegangenen Sohnes. Ich muss zu meinem Vater gehen. Mein Vater wird verzeihen. Er wird mir helfen. Er muss mir helfen. Er hat das, was er sich vorgenommen hat, nämlich mich zu verändern in sein Bild. Das kann er auch tun. Ich stehe da wie der Ochs vom Berg. Ich stehe manchmal davor und sage, wie komme ich zu so einer Heiligkeit? Ich kann und habe es nicht. Aber er sagt, er kann es und er wird mich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und das ist seine Wahrheit. Und da lösen sich all die gordischen Knoten, Verknotungen meiner Menschlichkeit. Wie ein Hiob am Ende zu sagen, mein Gott, du bist wunderbar. Jetzt kann mein Auge hat dich gesehen. Ich begreife jetzt, was ist Gott, wer ist Gott, wie ist Gott, wie lieb ist er. Und all das Elend, was er durchgemacht hat, da hat er keinen Funken von Vorwürfe. Gott, du hast mein Leben ruiniert. Das war aber zu hart, was du über mir zugelassen hast. Nichts von dem. Es war alles recht, es war alles gut, weil er hat seine Seligkeit gefunden beim Golderhalt in seinem Leben. Und das wünsche ich mir und wünsche ich uns allen. Halleluja. Und wie wird es denn sein, wenn wir als kluge Jungfrauen in den Wolken entrückt werden zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Wie wird es sein? Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, den Rat Gottes zu befolgen und das Gold bei ihm zu kaufen, um mitzumachen mit seinen reinigenden Wahrheiten.